Hallo Römer, liebe Freunde. Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Portal in die Unendlichkeit. Wir sind immer noch in dem finsteren Forst. Oh, hier wäre die Treppe gewesen. Wehe. Und das wäre der Ausgang. Wow. Nice. Okay. Doki, da drüben. Der Wald da hat... was? Der Wald dort... Nein, hat dort endlich ein Ende. Ich kann dahinter einige Felsen sehen. Doki, wenn wir vermeiden wollen, dass Trikefale uns entdeckt, dann sollten wir von jetzt an flüstern. Und irgendwo hier ist Somnium, oder? Aber Trikefale ist wahrscheinlich auch nicht fern. Wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn wir Somnium suchen. Sollten wir Trikefale sehen, verstecken wir uns am besten. Doki, machen wir. Da ist Somnium. Doki! Doki! Oh, ist das... Hast du sie gefunden, Doki? Ja, haben wir. Wow! Sie ist verletzt. Sie ist verletzt. Du bist so Somnium, oder? Wurdest du von Trikefalo angegriffen? Ja. Trikefalo darf uns auf keinen Fall entdecken. Also flüstern wir ab jetzt, okay? Okay. Du atmest ziemlich schwer. Alles in Ordnung? Ja, es geht schon. Die Wunde ist nur halb so schlimm. Und außerdem, endlich treffen wir uns. Doki, das freut mich wirklich sehr. Somnium. Flüstern ist echt ätzend. Keine Spur von Trikefalo. Aber wo könnte er sein? Nicht, dass er am Ende ganz nah und uns auf den Fersen ist. Ich weiß nicht, aber wir sollten von hier verschwinden, solange es noch geht. Kannst du laufen, Somnium? Ich denke schon. Dann lass uns jetzt ganz schnell von hier verschwinden. Lass uns alle zurück ins Pokémon-Paradies gehen. Daraus wird leider nichts. Wieso denn nicht? Weil Doki. Ach, was flüstere ich hier noch? Weil Doki. Doki wird hier jetzt nämlich alle gemacht. Was? Endlich haben wir Doki geschnappt. Gut gemacht, Somnium. Das war eine schauspielerische Glanzleistung, aber wie sie war. Sieh an, da drüben hast du das. Hast du gesucht, Somnium? Ich staune. Aber das trifft sich hervorragend. Wir haben nämlich noch eine Rechnung mit diesen Armlöchtern offen. Ihr wisst, was zu tun ist. Sie dürfen auf keinen Fall erwischen. Geht klar! Ich verstehe gar nichts mehr. Somnium. Warum? Ich kapiere das auch nicht. Also, ich verstehe echt nur Bahnhof. Aber ganz offensichtlich stecken wir in großen Schwierigkeiten. Zumindest so viel ist mir klar. Wir müssen fliehen. Doki, hör mir zu. Hä? Wir haben nur einen Versuch. Diese zwei Pokémon da, die hier für Licht sorgen. Sie sind unser Ziel. Alles klar. Lass nicht zögern. Los geht's. Wow, ich sehe nichts mehr. Und jetzt nichts wie weg, im Schutz der Dunkelheit. Okay, ja, das ist unsere Chance. Sie dürfen nicht entkommen. Hinterher, ihnen nach. Verstanden, Quark. Los, ihn nach. Geht klar! What the fuck? Trappel. Ja, wer war das? Wer ist da eben auf meinen Schweif getreten? Entschuldige, das war ich. Danke. Quark! Oh, das dreht sich und mein Kopf fühlt sich an, als wäre er gegen einen Felsen geknallt. Quark. Du hast das, Toxiquark. Was treibt die Schwachköpfe da? Verfolgt Doki und Teddy aber ein bisschen plötzlich. Lass dich auf keinen Fall entkommen. Geh klar! What the fuck ist hier los? Holy, was? Sieht so aus, als hätte ich sie abgehängt. Aber... Teddy und ich wurden leider auf der Flucht voneinander getrennt. Aber es Teddy wohl gut geht? Ich hoffe doch sehr, dass Teddy ihn ebenso entwischen konnte. Aber ich kann Somniums plötzliche Wandlung immer noch nicht recht begreifen. All die Pokémon haben uns aufgelauert. Die Pokémon, die Psyana angegriffen haben, waren auch darunter. Es gibt keinen Zweifel. Das war eine Falle. Aber wieso würde Somnium
uns angreifen. Da ist jemand. Sehen wir mal hier nach. Sie haben mich eingeholt. Ich muss schnell von hier verschwinden. What the fuck geht hier ab, Alter? Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Also, ein wenig sehr verwirrt. Also, sehr, sehr, sehr verwirrt. What the fuck? Okay. Somniarm ist, wie es aussieht, eigentlich das böse Pokémon, alles klar. Dann weiß ich schon mal Bescheid. Geld. Geld lagern. Wir müssen weitergehen. Sind von Teddy getrennt, alles klar. Aurora Berg. Okay. Wir sind jetzt alone im Dungeon unterwegs, ne? Schon krass. Au! Arsch. Au! Arsch. What the fuck? Brüllt er uns einfach davon. Ist echt nicht nett. Echt nix nett. Oh, hier geht's weiter. Oh, hallo Drasche. Oh, Drasche ist auch so ein cooles Pokémon. Ein guter Lander später. Oh, schönes Pokémon. Cooles Pokémon. Gut, dass ich hier gerade weitergegangen bin. Ich wollte erst ignorieren. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Treppe. Alles klar. Ja, ne? Also, was ist WTF? Somniarm ist also eigentlich das böse Pokémon. Hat uns, wie es aussieht, ausgetrickst. Und uns dazu gebracht, ihm zu vertrauen und zu denken, dass Trikefalo hinter ihm her ist. Ich weiß nicht, ob Trikefalo vielleicht eine Invasion... Invasion, alles klar. Eine, Halluzination war, beziehungsweise irgendwie so, ne? Ein Hologramm, irgendein Bild. Ein Abbild eines Trikefalos, was uns halt in den Kopf geflößt wurde. Was es aber eigentlich gar nicht gibt. Das könnte natürlich sein, ne? Wissen wir nicht genau. Ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr verwirrt. Und... ja. Ich hoffe auch, dass Teddy nichts passiert. Au. Und dass wir hier alone gut durch den Dungeon kommen. Das Problem ist, wir leveln ja jetzt eigentlich ganz gut, ne? Dadurch, dass Teddy halt nicht dabei ist, leveln wir ein bisschen vor. So gesehen, ne? Außer wir müssen mit Teddy gleich auch nochmal einen Dungeon machen. Das kann natürlich auch sein, ne? Das kann natürlich auch sein. Was für Hölle muss ich denn hier lang, ey? Hier hin, okay. Das, nein, Glitzer. Ein Kraftband, okay. Aurora Berg E4. Die Musik ist cool. Zack. Wieso habe ich gerade selber Schaden bekommen? Durch irgendwas, was er eingesetzt hat? Oder Clownwälzer eingesetzt? Hä? Oder hat er eine Fähigkeit, die mir Schaden zufügt, wenn ich ihm Schaden zufüge? In manchen Momenten. Das kann natürlich sein, ne? Ich kenne das Pokémon halt nicht, deswegen kann ich das nicht wissen. So, hier lang. Okay, hier ist die Sackgasse. Nice. Das ist halt das Problem, wenn man B drückt. Man kann richtig schlecht lenken und sich navigieren. Irgendwie habe ich das Gefühl. Oh, what the fuck? Hier wäre die Treppe gewesen. Okay. Ein Schlafsaal. Okay, der Dungeon war kurz. Zumindest war es jetzt die Hälfte, die wir gegangen sind. Trainingssamen wieder ablegen, Schlafsamen, Allkraftorb, die ganzen anderen Orbs. Und weiter geht's. Zack. Aurora Berg E5. Zack. Zack. Mich interessiert jetzt sehr, ob es Trikefalo wirklich gibt oder ob er wirklich nur eine Erfindung war. Ich schätze mal, es gibt Trikefalo trotzdem, oder? Nur nicht, dass es böse ist, sondern dass es ein liebes Pokémon ist. Somniarm, das böse Pokémon, ey, das ist hart. Kam halt komplett unerwartet, ey. Hätte ich halt nicht gedacht. Aber finde ich gut, finde ich cool.
Das ist eine nice Idee. Goldbarren, yeah. Zack. Zack. Schlitzer. Einfach über Schlitzer. Mal sehen, was wir als nächstes so als Attacken lernen. Ich mach mal lieber Doppelhieb. Zack. Blendsam. Wie wir die ganzen Items noch nie aufgehoben haben. Krass. Hier ist ein Item. Ein Orb, okay. Ein Allkraftorb. Finden wir auch so viele von irgendwie, ne? Bestimmte Orbs finden wir echt massig. Jetzt ist es hier unten lang. Einfach mal lang gehen hier. Irgendwas wird schon der richtige Weg sein, ne? Genau. Der letzte Raum, den wir besuchen mal wieder. Ist irgendwie typisch, ne? Endlich draußen. Ich bin ziemlich erschöpft. Aber ich habe keine Zeit für eine Pause. Shit, Sackgasse. Oh nein, eine Sackgasse. Eine Klippe. Eine ziemlich hohe noch dazu. Der Abstieg dürfte sich etwas schwierig gestalten. Wenn ich mich an den Felsen klammere, kann ich vielleicht runterklettern. Da bist du ja. Logisch hier. Haben wir dich endlich. Sieht so aus, als würden wir schneller mit der Arbeit fertig werden als die anderen. Die anderen? Schneller mit der Arbeit fertig als die anderen? Das kann nur eines heißen. Teddy wurde noch nicht gefangen. Dann darf ich mich auch nicht schnappen lassen. Gib am besten gleich auf. Wir machen dich jetzt nämlich im Blatt. Ich muss ihnen unbedingt entkommen. Keine Sorge, Teddy. Ich lasse mich auf keinen Fall von denen schnappen. Muss ich jetzt echt gegen die alle fighten? Gegen die drei? Ja, muss ich. Wenn ich jetzt einen Schritt nach da mache, dann ist ein Pokémon noch nicht an mir dran. Okay. Einfach Doppelhieb. Weil Doppelhieb ist geil. Also zerrt nur einen, das ist sehr schön. Sehr schön besiegt. Machen weniger Damage als erwartet, aber okay. Holy. Das war ein Fehler, dass ich da mich nicht geheilt habe. Aber wir haben ja einen Belebersamen. Aber Belebersamen-Verschwendung jetzt. Ja, unlucky. Aber egal, wir haben es geschafft. Geschafft. Ich habe sie endlich besiegt. Ich nutze jetzt die Gunst der Stunde. Klettere die Klippe hinunter. Boah, aber ich bin total erschöpft. Meine Füße sind schwer wie Blei. Du entkommst uns nicht. Hey, wo seid ihr alle? Hey, wir sind hier. Doki ist hier oben. Oh nee, jetzt sind noch die beiden. Zwei neue Gegner. Was war das? Kyurem? Bruder Lander. Du kommst gerade recht, Bruder Lander. Mach Doki so richtig fertig. Oh nein. Was hat mir gerade noch gefehlt? Dabei bin ich doch auch so schon ziemlich kaputt. Es fällt mir schon schwer, mich überhaupt auf den Beinen zu halten. Mach Doki alle. Stahlabor. Oh nein! Ich verliere das Gleichgewicht! Sie blasen nur zum Angriff. Ich kann nicht ausweichen. Ja! Duck dich, Doki! Hä? Kriege Valo. Dieses Pokémon. Wir verschwinden von hier, Doki. Hä? Was zum Quack? Möchtest du deine Serienspiel schon speichern? Nein, noch nicht. Was um alles in der Welt ist da nur passiert? Wo bin ich bloß? Genau.
Ich bin von der Klippe gestürzt. Und dann... du bist endlich wieder bei Bewusstsein. Ja. Trikefalo. Oh, jetzt sag nicht, dass ich dir Angst gemacht habe. Tut mir leid, aber... ich werde dich ganz sicher nicht fressen oder hinterrücks angreifen, Doki. Oder dich zermalmen und zerquetschen wie eine Made. Nein, nichts dergleichen. Sei unbesorgt, das ist ganz und gar nicht meine Art. Ich sage die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Glaube mir bitte. Ja, okay. Ach ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Mir stand das Wasser bis zum Hals. Doch dann tauchte Trikefalo auf. Und er hat mich gerettet, als ich die Klippe hinuntergestürzt bin. Oh, du scheinst dich etwas beruhigt zu haben. So gefällt es mir schon besser. Da fällt mir echt ein riesengroßer Stein vom Herzen, glaub mir. Du warst ganz schön lange bewusstlos, Doki. Bewusstlos? Ja. Wir befinden uns gerade in einer Höhle im Tal des Genovea-Bergs. Ich bin den weiten Weg mit dir auf meinem Rücken hergeflogen. Nimm es mir nicht übel, aber du bist viel schwerer, als du aussiehst. Hey! Ja, ich war am Ende meiner Kräfte. Es war schwer genug, mich in der Luft zu halten. Trotzdem ist es mir gelungen, diesen unscheinbaren Ort ausfindig zu machen. Und so habe ich mich den weiten Weg bis hierher abgemüht. Beeindruckend, oder? Hier sind wir fürs Erste in Sicherheit. So schnell dürfte uns hier niemand finden. Du sahst so erschöpft und mitgenommen aus, Doki. Und du wolltest beim besten Willen nicht aufwachen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Aber zum Glück bist du jetzt wieder bei Bewusstsein und putzmunter. Irgendwie ist Trikefalo gar nicht so, wie ich erwartet habe. Ich verstehe gar nichts mehr. In meinem Traum. Wirkte Trikefalo zweifelsohne mehr als bedrohlich. Auch der Trikefalo, den ich hier vor mir sehe, ist hilfsbereit, freundlich und höflich. Und in keinster Weise furchteinflößend. In meinem Traum hat er Somniam gejagt. Deswegen dachte ich, dass sich Somniam zu Hilfe eilen müsste. Doch kaum waren wir zur Stelle, griff Somniam uns plötzlich an. Dass ich davon gekommen bin, verdanke ich Trikefalo. Es wurde einfach alles auf den Kopf gestellt. Was geht hier nur vor sich? Meine Güte, ich bin froh, dass du endlich wieder zu dir gekommen bist. Denn du musst wissen, Doki, dass ich dich unbedingt persönlich treffen wollte. Wie bitte? Ja, du hast meine Stimme doch bereits in der Welt der Menschen gehört, nicht wahr? Also jetzt sag nicht, dass du mich schon vergessen hast. Komm schon. Ich soll seine Stimme schon gehört haben? In meiner Welt? Moment mal. In der Welt der Menschen? Unmöglich. Er kann doch nicht wohl von jenem Mal sprechen, oder etwa doch? Also noch bevor ich ein Pokémon wurde? Du, der du meine Stimme jetzt hörst, bist du vielleicht ein Mensch? Falls ja, dann habe ich eine Bitte an dich. Rette uns. Bitte rette die Welt der Pokémon. Ich dachte, es war Somniam. Soll das einfach heißen, es war Trikefalo, der im Traum mit mir sprach und nicht Somniam? Und ich war der festen Überzeugung, dass es sich dabei um Somniam handelt. Wie konnte ich nur so falsch liegen? Die Stimmen sind so ähnlich. Puh, also erinnerst du dich wieder an mich, ja? Du kannst mir dir nicht vorstellen, wie schwer es war, mit dir Kontakt aufzunehmen. Und als ich es endlich geschafft hatte, im Traum zu dir durchzudringen. Tja, kaum war das geschafft, da kreuzte auf einmal Somniam auf und bediente sich meiner Stimme, um dich hinters Licht zu führen. Sie schreckte nicht mal davor zurück, dir diese haarsträubende Lüge aufzutischen. Dass ich der Schuft bin und sie das unschuldige Opfer, das auf der Flucht ist. Was? Das war nichts weiter als eine Lüge? Was ich da in meinem Traum gesehen habe? War also nichts weiter als Somniams geschickte Täuschung? Tja, das erklärt so einiges. Damals habe ich nicht weiter darüber nachgedacht, aber während jenes Traumes sprach zunächst Trikefalo zu mir. Bist du vielleicht ein Mensch? Falls ja, dann habe ich eine Bitte an dich, rette uns. Bitte rette die Welt der Pokémon. Oh, nein, hey. Genau an diesem Punkt brach die Stimme auf einmal abrupt ab. Anschließend gab es Störgeräusche und eine Änderung der Frequenz. Genau dann hat Somniam mit sowohl die Kommunikation an sich gerissen. Und sie war es auch die... Hilfe! Ganz recht. Somniam war diejenige, die so verzweifelt nach Hilfe schrie. Und das nächste, was ich sah, war Somniam auf der Flucht vor Trikefalo. Es erschien alles stimmig. Ganz genau so war es.
Somniam hat ganze Arbeit geleistet. Das muss man ihr lassen, stimmt's? Ach, was rede ich hier für ein Unfug? Das Biest darf man nicht auch noch loben. Ach, seit du in unserer Welt bist, hatte ich gar keine Gelegenheit, mit dir zu sprechen. Somniam und ihre Schergen unternahmen alles, um mir dazwischen zu funken. Ich wusste weder ein noch aus. Doch schließlich hat sich mir diese Gelegenheit geboten und ich habe sie beim Schopfe geparkt. Ich bin überglücklich, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also war Trikefalo es, der meine Hilfe wollte und nicht Somniam? Ich bin jetzt schon um einiges klüger, aber es gibt noch vieles, was ich nicht verstehe. Etwa warum Somniam sich im Traum einer anderen Stimme bedient hat. Oder warum sie mich erst angelogen und später dann angegriffen hat. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich sehe schon. Du bist verwirrt. Und nicht wahr? Lass mich etwas Licht ins Dunkle bringen. Der Grund, weshalb ich meinen Hilferuf in die Welt der Menschen aussendete und einen Menschen wie dich, Doki, um Hilfe bat, nun. Lass uns ganz von vorne anfangen. Ich werde dir zuerst erklären, wer ich bin. Oje, diese markerschütternden Schrei kenne ich. Das ist Brutalanda. Das scheint aus dem Höhleninneren zu kommen. Verzeihung, aber meine Erklärung müssen warten. Nichts wie weg von hier. Wir müssen zuerst raus aus der Höhle, also nimm die Beine in die Hand. Kann ich gleich speichern? Please? Ja, kann ich. Unsere Gegner sind in der Überzahl. Wenn sie uns entdecken, dann sind wir geliefert. Ich würde dich ja gerne wieder auf meinem Rücken hier rausfliegen. Aber das schaffe ich jetzt nicht. Du bist leider zu viel zu schwer für mich. Nimm mir das bitte nicht übel. Aber die Flucht auf dem Luftweg müssen wir uns für den absoluten Notfall aufheben. Lass uns also dieses Mal zu Fuß fliehen. Ach übrigens, Doki, ich bin zwar nicht Mitglied deines Teams, aber wir beide liegen dennoch auf einer Wellenlänge. Das heißt, wir können dem Gegner mit einer Teamattacke zusetzen. Daher werde ich mich auch beim Teamfähigkeiten ganz nach dir richten. Du fragst dich wohl, wie um alles in der Welt ich dazu in der Lage bin, wie? Tja, sagen wir einfach, dass ich kein gewöhnliches Pokémon bin. Aber das erkläre ich dir ein andern Mal. Das würde jetzt einfach zu lange dauern. Wir müssen uns zuallererst in Sicherheit bringen. Okay. Items, ablegen. So ein bisschen verwirrt bin ich ja schon. Nee, aber... Ja, okay. So, könnte ich jetzt bitte... Könnte ich speichern? Ja, kann ich. Speichern. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Ja. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!